Hallo und herzlich willkommen zur 0. Folge von Verhundert. Ich bin Steffen und an meiner Seite ist Luis. Hallo. Dies ist die 0. Folge und die 0. Folge hat bei uns die Besonderheit, ein Inhaltsverzeichnis zu haben, weil wir sie mehrmals aufgenommen haben aufgrund konzeptioneller Änderungen. Der Podcast startete 2014, hat also seine erste 0-Folge im Jahr 2014 gehabt. Und die zweite Folge war wann, Luis? Die war 2 Jahre später, die haben wir im Plenterwald aufgenommen, also im Jahr 2016, bei gutem Wetter. Das war also die zweite Version der 0. Folge und da haben wir damals schon die erste Version an die zweite hinten rangehangen. Wir haben jetzt im April 2020 das dritte Mal die 0. Folge aufgenommen und haben wie immer auch die letzten 2 Versionen wieder hinten rangehangen. Das heißt, wenn ihr jetzt die 0. Folge hört, hört ihr danach noch die alten Versionen weiter. Nur zum Verständnis, weil das ist, glaube ich, nicht üblich, das so zu machen. Und wir wollten euch das nochmal kurz erklären, bevor es losgeht. Und jetzt kommt ihr zur 0. Folge. Herzlich willkommen. Hier ist der Luis und der... Und der Steffen. Hallo, liebe alte Zeitreisende und vielleicht auch neue Zeitreisende. Wir sind der V100-Podcast. Wir kommen beide aus... Berlin. Was ist das hier, Steffen? Kann man das essen? Das hier ist ein Podcast, uns gibt es schon seit 2014 und mit einer kurzen Pause gibt es uns auch wieder seit 2019 und wir sind ein Geschichtspodcast. Luis, was machen wir denn? Erstmal, wir sind keine Historiker, wir sind Geschichtsinteressierte und der Podcast heißt Verhundert und hier ist der Name Programm. Also das heißt, wir bringen eine Folge raus. Es gibt einen Stichtag. Der Stichtag ist immer der der Tag der Veröffentlichung der Folge. Und in der Vergangenheit, vor 100 Jahren, das ist die Zeit zu diesem Tag, über die wir reden. Genau, also immer tagesaktuell, was war an dem Tag vor 100 Jahren? Ja. Und wie haben wir denn angefangen, Luis? Das ist ja die Folge 0. Und ich finde, wir müssen mal kurz über unseren Anfang reden. Und was wir jetzt so anders machen. Also erstmal Meta-Alarm, ne, weil ein Geschichtspodcast redet über seine eigene Geschichte. Es begab sich im Jahr des Herrn 2013, dass wir überlegt hatten, Steffen und du und ich, ja, dass wir einen Podcast machen wollten. Und da haben wir lange überlegt. Und das Format fanden wir beide sehr, sehr spannend, weil wir sehr geschichtsinteressiert sind. Und wir hatten die leicht größenwahnsinnige Idee, ein Hörspiel mit 2 fiktiven Charakteren, Harald und Ludwig, zu machen. Und dann haben wir angefangen im Jahr 2014 zum Stichtag des Mordes an Franz Ferdinand, den Erzherzog von Österreich-Ungarn. Genau, ja. Ich glaube, die Folge hieß ein Sommerabend oder etwas. Es war grandios. Also wir beide haben ein außerordentlich schlechtes Schauspieltalent. Und ja, wir haben dann irgendwann gemerkt, wir müssen Harald und Ludwig beiseite schaffen. Weil was uns aber wirklich Spaß gemacht hat, ist einfach Zeitung von vor 100 Jahren zu lesen, Werbung von vor 100 Jahren zu lesen, Chronikbücher zu lesen und euch das zu erzählen im Interview auf zugängliche Art und Weise, was von vor 100 Jahren passiert ist. Das hat uns sehr, sehr Spaß gemacht. Das Element wurde am Anfang immer, wurde immer wichtiger und irgendwann haben wir nur noch diesen Teil weitergemacht, an dem wir Spaß hatten und den Hörspielteil vorerst ad acta gelegt. Das war dann so 2016, 2017. Genau. Und angefangen haben wir, das haben wir auch 4 Jahre durchgezogen, dass wir im Jahr 2 Staffeln hatten, 10 Folgen. Und jede Folge kam alle 2 Wochen raus. Und das haben wir auch schon 2014 so geplant, dass wir halt mit diesen 20 Folgen im Jahr und der Erste Weltkrieg ging ja etwas über 4 Jahre, den Ersten Weltkrieg in Echtzeit in 100 Folgen verpodcasten. Also wer das sozusagen in Echtzeit mitgehört hat, der hat sozusagen auch eine gute Begreifbarkeit bekommen von der Dimension. Wenn man halt 10 Monate lang nur über Verdun redet, merkt man, wie lang diese Schlacht war. Und man merkt auch, wie lang dieser Krieg einfach war, wenn man das 4,5 Jahre lang mithört. Und diese zeitliche Dimension wollten wir auch mit reinbringen. Und es war auch eins der Ziele, dieses Format zu haben. So kommen wir auch zum nächsten Schritt, nämlich 2018. 100 Jahre früher endete der Erste Weltkrieg.
Und mit der 100. Folge, wir betonen es nochmal, das war so von Anfang an geplant, mit der 100. Folge im 11. November 2018 haben wir das Projekt erstmal beendet, weil wir haben natürlich, das war der Plan und der Plan war fertig und dann haben wir erstmal ein Jahr Pause gemacht, um was zu tun, Steffen? Um uns mal neu zu ordnen und neu zu sortieren und zu gucken, ob wir mit 400 überhaupt weitermachen wollen. Und ja, wir wollen weitermachen. Jetzt seit Ende 2019 gibt es den 400 Podcast wieder neu, leicht verändert, denn wir haben unser Veröffentlichungsrhythmus geändert. Denn der sieht jetzt wie aus, Luis? Wir haben die Kadenz halbiert. Es gibt 5 Folgen im Frühjahr, 5 Folgen im Herbst und dazwischen jeweils 1 Monat Pause, also 10 Folgen im ganzen Kalenderjahr. Weil wir gemerkt haben, der 2-Wochen-Rhythmus ist dauerhaft, also wir planen wirklich dauerhaft. Ich glaube, ihr habt das ja gemerkt, dass wir die 4,5 Jahre geplant haben und 100 Folgen. Und für dauerhaft sind 20 Folgen im Jahr für uns zu viel, weil wir voll berufstätig sind und noch andere Dinge zu tun haben. Und jetzt haben wir halt ein Jahr lang, ich habe fleißig alle Mikrofone geölt, die Handy-Recorders entstaubt und jetzt sind wir wieder da. Und ja, wir sind gerade im April, heute ist der 1. April, als wir diese Folge aufnehmen, 2020. Wir sind mittendrin in der Corona-Krise, wohnen in der gleichen Stadt, können aber doch nur über den Äther miteinander sprechen und haben uns deswegen vorgenommen, jetzt nochmal eine neue Folge 0 rauszubringen, die den aktuellen Stand von vor 100 einfach widerspiegelt. Aber wer auch schon die früheren Nuller-Folgen gehört hat von vor 100, der weiß, es ist gute Sitte bei uns, die früheren Nuller-Folgen einfach ans Ende ranzuhängen, sodass man quasi zurück in die Vergangenheit reisen kann durch die früheren Nuller-Folgen. Denn bei uns im Podcast kann man Zeit reisen. Ja, und das in die Vergangenheit und auch in die Zukunft. Denn was muss man machen, Luis, um in die Zukunft zu reisen? Man muss warten. Und damit verabschieden wir uns von der neuesten Folge 0 von vor 100. Ja, herzlich willkommen. Hier sind der Luis. Und der Steffen aus Berlin. Und wir haben die 0. Folge in der 2. Version. Ja, wir hatten schon mal eine 0. Folge von vor ungefähr mittlerweile 2 Jahren. Luis. Da saßen wir in einem leeren Zimmer. Es war mein alten Kinderzimmer bei meinen Eltern. Da bin ich ausgezogen. Nee, doch. Doch, da bist du ausgezogen. Aber ich bin vor 3 Jahren ausgezogen. Ja, aber irgendwie bist du da nochmal ausgezogen, weil du irgendwie standen da noch ein paar Möbel von dir rum. Es war eigentlich ja auch nur ein leeres Zimmer von dir. Ach so, da war ich schon ein Jahr lang ausgezogen. Das Zimmer war einfach noch leer, weil meine Sachen schon weg waren. Ja. Meine Eltern, die waren noch nicht umgezogen, die hatten noch das leere Zimmer übrig. Genau. Mein leeres Kindeszimmer. Und die hatten da gepodcastet, aber weil wir da Ruhe hatten. Genau, und weil du da noch nicht mehr in Berlin wohntest. Ja, genau. Du hast ja da auch noch bei deinen Eltern gewohnt. Das hat sich viel verändert. Ja, ja, ja. Das weiß ich doch. Und dann direkt danach bist du in deine eigene Wohnung gezogen. Genau, genau. Ja, damals hatten wir eine total tolle Aufnahmequalität. Ich kann mich noch an sehr viel Hall erinnern, weil einfach dein Zimmer, es war ja nur ein Schrank und ein Schreibtisch da. Absolut. Und wir haben uns jetzt gesagt, nach 2 Jahren, wir nehmen mal die 0. Folge nochmal auf. Wir stellen uns erstmal vor. Steffen, wer bist du? Ich bin Steffen und ich bin Podcaster. Ja, sehr gut. Also, ich bin Luis, 28 Jahre alt, jetzt aktuell auch Podcaster, arbeite in der IT-Branche, habe Wirtschaftsmathematik studiert und bin kein Historiker, wie man gerade merkt, hoffe ich. Interessiere mich für den BVB, für Geschichte, bin aktiver Ruderer, liebe Podcasten, so, das sind so meine Hobbys und ja, so viel zu meiner Person. Und wer den Luis kennenlernen möchte, kann gerne an Luis@400 schreiben. Ah, dann Steffen@400 auch. Steffen ist ein sehr spannender Mensch. Lohnt es sich, ihn kennenzulernen? Steffen@400.de. Ja, auch wenn er gerade schüchtern ist und sich weigert vorzustellen. Ich kann mich nochmal vorstellen. Also ich bin zufälligerweise auch 28 Jahre und habe Wirtschaftsmathe studiert. Aber wir kennen uns nicht aus dem Studium, Luis. Wir kennen uns aus dem Abi und du bist gewechselt dann nach dem Bachelor. Hast du ein Jahr Spanien und dann? Dann war ich nochmal Wirtschaftsmathe, hat mir nicht gefallen und dann bin ich jetzt Informatiker. Also ich studiere das immer noch im Master gerade. Bin nebenbei arbeitig und mache irgendwie gefühlt noch andere Sachen. Ja, ja. Ich weiß immer nicht, wo ich die Zeit hernehme. Und ich bin auch kein Historiker. Es ist mir schon mal aufgefallen, dass die Leute immer denken, ja, wenn man einen Geschichtspodcast hat,
Da muss man doch auch Historiker sein. Nö. Aber ich glaube, man muss einfach nur interessiert sein und willens sein, Zeitungen von vor 100 Jahren lesen zu wollen. Ja, genau. Wer darauf Bock hat und sich für das Wetter von vor 100 Jahren interessiert. Und Werbung von vor 100 Jahren. Der ist hier genau richtig. Ja. Ja, es wird noch natürlich ein bisschen genauer sein. Wir haben nicht nur das Wetter und Werbung von vor 100 Jahren. Aber so die Dinge, was war heute vor 100 Jahren? Ne? Das ist, finde ich, immer sehr spannend und auch die Auswirkungen, die es auf heute hat. Ja. Wir hatten in der letzten Folge, Folge 42, haben wir irgendwie den Zusammenhang zwischen Erster Weltkrieg und Flüchtlingskrise von heute 2016. Hergeleitet, ne? Ja. Das Sykes-Picot-Abkommen, was die Grenzen nah im Osten gesteckt hat. Also das sind halt Ereignisse, die heute mehr rückkoppeln. Und das sind halt einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen halt. Und generell, was wir spannend finden, ist die Zeitebene von historischen Entwicklungen abzubilden. Also dieser Erste Weltkrieg ging halt fucking, sage ich mal, jetzt mit Absicht fucking 4,5 Jahre. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man halt uns in Echtzeit mithört, kriegt man die Zeitrahmen mit. Aber wir können ja nochmal eher anfangen, was machen wir eigentlich? Also wir reden über, was vor 100 Jahren passiert in Echtzeit, Steffen. Ja. Ne? Wir haben alle zwei Wochen haben wir eine Folge und die beinhaltet halt, was an dem Tag von vor 100 Jahren und in den letzten zwei Wochen seit der letzten Folge passiert ist. Mhm. Hin und wieder müssen wir mal mehr geschichtlich umreißen, weil wir auch eine Staffelpause haben. Wir haben das so durchkonzipiert, dass wir pro Jahr um die 40 Folgen rausbringen. Nee, 20 Folgen rausbringen wollen. Ganz langsam. Stimmt, ganz langsam. 20 Folgen. Ja. Und da haben wir immer nach 10 Folgen in etwa, haben wir immer eine Pause von so gefühlt 6 Wochen. Ja, genau. Das Jahr hat irgendwie 52 Wochen, ne? 10 Folgen. Alle zwei Wochen sind 20 Wochen. Hm. Mal 2, 40 Wochen. Haben wir noch 10 bis 12 Wochen übrig im Jahr. Macht 6 Wochen Sommer- und Winterpause. Ja. Und wir setzen uns wirklich hin, wenn so ein Jahr rum ist, und planen ein ganzes Jahr durch. Weil wir müssen wirklich ein Jahr im Voraus, mindestens ein halbes Jahr, eigentlich besser ein Jahr im Voraus schon wissen, wann wir die Folgen rausbringen, weil unser Konzept sonst nicht funktioniert. Weil wir zum Beispiel Leute bitten, das Wetter von vor 100 Jahren einzusprechen, unsere Wetterfee, und es sagt die schon ein halbes Jahr im Voraus an, das Wetter von vor 100 Jahren, quasi, sie müssen es einfach gut durchplanen. Ja, ja, vor allem, du bist berufstätig, planst jetzt nebenbei vielleicht noch gewisse andere Projekte. Da muss man einfach das gut durchkonzipiert haben und bei dir ist das Gleiche. Du studierst, bist auch berufstätig, hast da privat einen Haufen andere Projekte, was ich sage, Projekte, aber andere Sachen parallel laufen. Und da müssen wir uns wirklich gut organisieren. Und außerdem müssen wir uns auch immer noch mit zwei anderen Herren koordinieren, nämlich mit Chlodwig und Harald. Ja, genau. Wer sind denn Chlodwig und Harald, Luis? Also die klingen halt ähnlich wie wir beide, ne? Also ich habe so Ähnlichkeiten zu Chlodwig. Ich finde, du klingst immer wie Chlodwig Wagenknecht und ich wie Harald Bouvier. Ja, genau. Und das sind halt unsere Kompagnons aus der Vergangenheit, weil nichts sind spannender als Zeitzeugen. Und Zeitzeugen von vor 100 Jahren, die sind ja alle weggestorben. Es sei denn, wir haben den USP, ja, den Unique Selling Point, dass wir Leute haben, die von vor 100 Jahren leben und die halt im Podcast mitsprechen können. Genau, weil wir reisen immer wieder wir haben so einen Fluxkompensator, Fliege, und wir reisen dann immer in die Zeitgeschichte zurück vor 100 Jahren und zufällig haben die wir da besuchen, die gleichen Stimmen wie wir. Ja. Und das sind Schweizer Journalisten, die haben uns gedacht, Schweizer, jeder weiß, vor 100 Jahren war die Schweiz im Krieg neutral, weil Chlodwig und Harald, die haben ja auch Ansichten, die wir, Luis und Steffen, heute gar nicht mehr so repräsentieren würden oder wo wir gar nicht dahinter stehen würden. Und daher fanden wir es auch gut, dass wir uns Schweizer Journalisten gesucht haben. Weil die neutral, halbwegs neutral sein können, weil als Deutscher müsste man historisch korrekt auch einige grenzwertige Ansichten vertreten. Ja. Und wer weiß, wie lange dieser Podcast noch geht, wenn wir einfach mal Richtung 30er Jahre kommen, dann müsste man als Deutscher vielleicht auch nochmal komische Dinge. Aber da müssen wir erstmal warten. Also wir hatten erstmal vor, dem Ersten Weltkrieg zu verpodcasten. Das machen wir. Und dann schauen wir, was passiert mit diesem Podcast. Wir wissen es nicht. Also, weil ich weiß nicht, wenn man viele Folgen hört, glaube ich, merkt man, dass wir viel experimentieren, viel ändern, viel Sachen in Frage stellen. Hoffe ich zumindest. Und da ist schon viel passiert. Und deswegen haben wir auch die Nuller-Folge nochmal aufgenommen. Wie ist nochmal unsere Grundstruktur bei jeder Folge? Wir haben doch schon so ein bisschen einen kleinen Rahmen. Also was wir auf jeden Fall immer haben, sind zwei Teile. Wir haben den ersten Teil, wo wir, Luis und Steffen, heute aus der heutigen Sicht von Ereignissen sprechen, die vor 100 Jahren stattfanden, und machen dann immer die Zeitreise und besuchen Chlodwig und Harald, die aus der vor 100-jährigen Sicht reden. Und dann haben wir in den letzten
Folgen. Nee, das lassen wir alles. Das ist alles doch nicht ein wirklicher Trend. Ja, aber sehr viel experimentiert. Sehr viel experimentiert mit anderen Dingen. Aber das sind die Sachen, die wir schon seit 30, 40 Folgen so handhaben. Und der Rest muss ich erst gucken, ob sich das wirklich so langfristig etabliert. Ich würde auch sagen, von meiner Seite aus zu der Stelle reicht. Bei dir auch? Ja, wir können, wie gesagt, jetzt kommt gleich in Anschluss nochmal die Folge in der ersten Version. Genau, weil wir sind ja ein Geschichtspodcast. Das heißt, wir müssen auch unsere eigene Geschichte verpodcasten. Ja. Und deswegen gibt's die alte Version der Nullerfolge nochmal hinten dran. Und Steffen lässt sich gerade von einer Fliege massiv irgendwie. Ich kämpfe hier gerade. Wir sind hier mitten im Plenterwald. Luis, ich hau mich gleich. Ja, wir machen jetzt hier aus. Viel Spaß mit der alten Nullerfolge. Ja, hallo, hier sind der Luis. Und der Steffen. Und dies ist Episode 0 von vor100.de. Sehr geschichtsträchtig, Jamon. In bester Tradition einer Folge 0, Steffen, stoßen wir an mit was trinken. Wir stoßen an. Und wir haben bereits einen anderen Podcast. Moment, trinken. Jetzt macht die Stimme wieder frei. Ja, das Zeug haut echt rein. Was trinken wir denn? Nun, wir haben ja, wie gesagt, schon einen anderen Podcast vorher gehabt zum Üben, namens, wie heißt der? die-foodburger.de. Genau, aber zu finden auf der Seite wasgeiles.de. Und da haben wir auch schon eine Episode 0 gehabt, wo wir mit Whisky angestoßen haben. Und weil wir jetzt etwas erwachsener geworden sind und seriöser, stoßen wir heute an mit Hustentee. Prost, Luis. Prost, Steffen. Prost. Das ist schon meine vierte Tasse. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Hustentee getrunken wie heute. Und wir waren noch nicht auf Toilette. Das möchte keiner wissen. Gut. Jedenfalls, wir sind beide etwas angeschlagen, deswegen. Sitzen aber trotzdem jetzt hier in Episode 0. Das zeigt unseren Arbeitseifer. Das machen wir nur für euch. Nur für euch. Wer auch immer das jetzt hört, nur für euch. Wir machen das nur für dich. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema, oder? Darum geht es ja jetzt gar nicht. Genau. Wie sind wir denn auf diese vor100-Idee gekommen, Luis? Genau, was wollen wir eigentlich machen mit diesem Podcast? Wir waren vor einem Jahr am Strand von Lissabon und wir haben uns überlegt, wir wollen podcasten. Richtig. Und dann kam uns die Idee, was könnten denn Leute hören und was interessiert uns? Und dann fiel uns ein, 1914, vor 100 Jahren, war ein ganz schön geschichtsträchtiges Jahr. Da war der Erste Weltkrieg. Genau. Ob das was damit zu tun hat, dass dieser Podcast verwundert heißt? Ah, das könnte sein und es ist auch richtig. Also wir hatten die Wahl zwischen einem Podcast über Hasenzüchten und einem Podcast über den Ersten Weltkrieg. Der heißt aber vor100. Also was denkt ihr, welche Variante werden wir verwendet haben? Hasenzüchten, wie man das vor 100 Jahren gemacht hat. Ja, eindeutig. Genau. Nein, also es ist natürlich ein Podcast, der das Geschehen vor 100 Jahren beschreiben soll, und zwar auf den Tag genau. Das heißt, wenn die erste Episode wird erscheinen am 28. Juni 2014 und spielt dann zum 28. Juni 1914. Und sie spielt, das heißt, wir schlüpfen in die Rollen von zwei fiktiven Charakteren, die in diesem Jahr zu diesem Augenblick gerade lebten. Was sind das für Charaktere, Luis? Das sind zwei Schweizer. Sie leben in Zürich. Das ist gut, weil da kann man politisch ein bisschen neutral sein. Ja, das war uns sehr wichtig, dass niemand da irgendwelche Vorurteile denn entwickelt. Weil wenn wir Deutsche gewesen wären, hätten wir, um historisch korrekt zu sein, gewisse politische Ansichten vertreten müssen, die wir privat nicht teilen. Deswegen sind wir auch, wenn wir kein Schweizerdeutsch sprechen, Schweizer. Man möge uns diesen Fehler verzeihen. Ja, es werden sicherlich im Laufe des Podcasts auch noch andere Fehler passieren. Zum Beispiel werden unsere Charaktere heißen Claude Wagenknecht, den spielst du. Claude Wagenknecht, Entschuldigung. Und Harald Bouvier. Harald Bouvier. Und das sind zwei Schweizer Journalisten, die kennen sich beide aus ihrer Schulzeit und arbeiten in Zürich für zwei Tageszeitungen, die beiden in Konkurrenz zueinander stehen. Wobei ich als Claude Wig arbeite für die Neue Züricher Zeitung. Die gibt es immer noch. Das ist eine sehr renommierte? Ja, danke schön. Bitte Klotig, Luis. Renommierte Schweizer Tageszeitung. Und ich arbeite da in dem Politikbereich und nehme es auch sehr ernst und bin auch der Meinung, dass ich
den Leuten was beibringen möchte mit dem, was ich schreibe. Und so Unterhaltungsjournalismus werte ich gerne mal so ein bisschen ab, was wieder auf Harald Bouvier zutrifft, der eher aus dem gehobenen Stand stammt. Und also Clodwig Wagenknecht ist eher so Mittelschicht und darauf reitet der Harald Bouvier auch ein bisschen herum. Wobei Clodwig da, also der nimmt das auch sehr gerne in Kauf, denn Harald Bouvier hat gute Verbindungen. Und haut ihn immer mal an, um halt gute über die Connection halt mal ein gutes Interview, über eine gute Story zu bekommen. Also der Clodwig den Harry, weil der Harry halt auch so reiche Eltern hat, aber trotzdem für so ein Schundblatt. Trotzdem wir so ein Schundblatt, genau. Arbeitet. Also wir haben uns ein paar Sticheleien ausgedacht. Sie werden sich gegenwärtig ein bisschen auf die Schippe nehmen. Folge 1 ist auch schon gedreht zu diesem Zeitpunkt. Wir haben uns schon sehr viel, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und besonders auch mir Spaß gemacht, den Harald zu spielen, der ziemlich arrogant ist. Ja. Also ich bin mal arrogant zu behaupten, dass ich nicht arrogant bin. Ist er wirklich nicht. Und danke, Luis. Bitte. Und genau, also es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und unser Ziel ist es jetzt, in den nächsten 4 Jahren den kompletten Ersten Weltkrieg sozusagen nachzuerzählen aus der Sicht dieser beiden Charaktere, Harald und Clodwig. Und wir werden mal gucken, wo uns das hinführt. Genau. Also wer weiß, das ist zumindest unser Konzept und Konzepte ändern sich. Mal schauen, wenn sich das jetzt hier, diese Episode 0, jemand in 2 Jahren mal anhört. Vielleicht sind Clodwig und Harald schon tot. Ja, die können ja schon gestorben sein. Und durch Selma und Luise ersetzt. Ja, man weiß es nicht. Oder sie sind umgezogen oder einer ist weggezogen. Genau. Das ist alles noch nicht raus. Das wird sich in der Zeit entwickeln. Wir müssen ja immer in Echtzeit bleiben, also 100 Jahre rückwärts. Aber das Ziel ist es halt wirklich, diese Zeit wieder auferstehen zu lassen, in Form eines Podcastes und halt auch mit Witzen und auch stellenweise ein bisschen unseriös, aber niemals historische Fakten widersprechend. Also wir versuchen, alle historischen Fakten, die wir wissen, auch einzuhalten. Das ist so, was wir tun, hätte passieren können. Diesen ersten Weckel wieder auferleben zu lassen. Aber halt nicht so ernst, so wie im Geschichtsunterricht, Peter, sondern das soll man auch. Ja, wir möchten die Atmosphäre auch widerspiegeln. Ja. Das hat uns immer etwas gestört. Nicht? Weil selbst die Menschen damals hatten einen Alltag, gerade die Schweizer. Genau, und auch die Menschen haben damals Witze gemacht, sind feiern gegangen. Und das hat uns auch in der Schule schon immer gestört, dass man eigentlich nur den Zweiten Weltkrieg hatte. Ja, nee, den Ersten. Und das war immer alles so ernst, so bedeutungsschwer. So grau, und man hat sich immer nur die Reden von den einzelnen Politikern durchgelesen. Aber es war halt so ein Stück Text auf dem Blatt Papier, was man nicht so wirklich wahrnehmen konnte. Und so richtig die Zeit, die ganzen Tänze und so weiter. Gut, wir werden jetzt hier beim Podcast auch nicht rumtanzen. Nee, ja, das aber ist auch nicht unser, da sind wir auch nicht so gut. Ne? Ja, nee, aber man kann mal wenigstens ein bisschen Musik anspielen mal hin und wieder. Und wie gesagt, ja, wir wollen natürlich nicht historisch unkorrekt sein. Es wird natürlich ein paar Sachen geben, die so damals nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel werden sich Clodwig und Harald sehr oft anrufen, sehr oft telefonieren. Das liegt daran, dass Luis und ich auch geografisch getrennt sind. Das heißt, sie telefonieren wirklich. Und man lügt ja am besten, indem man am meisten an Nahheit dran sind. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob es damals normal war, zu telefonieren so häufig. Ich würde mal sagen, eher nein. Ja, wir kennen auch schon so ein bisschen die Geschichte von Harald und Clodwig, wo uns so hingehen wird. Und da wird es dann noch ein paar andere Sachen geben. Die werden auf einmal innerhalb von 2 Wochen von um die halbe Welt reisen können. Das ist natürlich so damals nicht möglich gewesen. Aber das wird sehr selten vorkommen. Ja, das ist einfach nur, ich glaube, das ist auch okay. Das ist einfach künstlerische Freiheit. Es wird sehr selten vorkommen und es wird so schon möglich gewesen sein. Wir werden nie völlig unmöglich sein. Aber natürlich werden wir ein bisschen, ne, so ein bisschen wie bei Forrest Gump, ne? Das war alles möglich so ein bisschen. Aber natürlich war er da schon sehr zufällig immer an den spannenden historischen Ereignissen. Korrekt. So ein bisschen wie Forrest Gump, der will es erzählen. Hier sind die Forrest Gumps der Podcaster. Genau. Mama hat gesagt. Ah nee, das war nicht Forrest Gump, ne? Das Leben ist hier eine Schachtel Praline. Man weiß nie, welche Praline man bekommt. Das hast du schön gesagt, Luis. Ja. Ich denke mit diesem Schlusswort. Nein, eine letzte Sache noch. Bitte? Länge der Folgen und Häufigkeit der Folgen. Länge der Folgen zwischen 10 und 20 Minuten in etwa? Na, ich denke mal 10 und 30. 10 und 30. Erste Folge hat 10 Minuten. Ich hoffe, die werden länger, aber nicht länger als 30.
Ja. Und Häufigkeit, wir probieren alle 2 Wochen. Insgesamt 20 Folgen im Jahr. Genau. Richtig. Denn ja, mit unserem Podcast davor, mit den Wutbürgern, haben wir das schon alles ausgetestet und probiert auch diese Länge der Folgen einzuhalten. Und das ist einfach realistisch. Das maximal. Also auf 4 Jahre gesehen, wir planen ja auf 4 Jahre, ist halt 20 Folgen im Jahr, das sind alle 2 Wochen, außer eine kleine Sommer- und Winterpause. Mehr geht nicht. Also genau. Wir haben ja, mit Podcasten wird man ja tendenziell reich. Ja. Wir sind aber schon reich, von daher brauchen wir es nicht. Ja, ich würde das jetzt nicht so unterschreiben, aber. Ich auch nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn man uns während der 4 Jahren ganz viel teuren Lachs und Tütensuppen aus dem China-Laden schickt. Genau. Der Hustentee, super. Dann haben wir es, oder? Ja, würde ich sagen. Dann auch gutes Gelingen, gutes Zuhören für euch. Auf schöne 4 Jahre Podcasten. Korrekt.